Vor mehr als 2.500 Jahren tauchen sie auf. Die Kelten. Kommen Sie mit auf eine Reise zu diesen stolzen Kriegern und erfahren Sie mit mir, wie ihre gefürchteten Schwerter gemacht wurden. Die Kelten konnten aber nicht nur kämpfen, ihre Siedlungen und ihre Kultur prägten unser Land. Sie liebten Gold und waren Meister des Handwerks. Ich habe es selbst ausprobiert. Archäologische Funde eröffnen uns eine faszinierende, fremde Welt. Die Druiden, wer glaubt sie nicht zu kennen? Mein Name ist Lena Ganschow und ich führe Sie zu den spannendsten keltischen Orten im Südwesten. Flugplatz Kornwestheim. Die Propellerschoner müssen natürlich runter vor dem Start. Und dann wird es ernst. Wir starten zu einem Flug, der uns von der Schwäbischen Alb bis in den Hunsrück führen wird. Wir begeben uns auf eine Zeitreise. Jahrtausendlang herrschten die Kelten in West- und Mitteleuropa. Eine ihrer Keimzellen lag hier im Südwesten Deutschlands. Also, auf geht's zu einem Ausflug in eine fremde Welt direkt vor unserer Haustür. Die fremde Welt der Kelten ging vor über 2000 Jahren unter und damit verschwanden viele ihrer Zeugnisse. Das Flugzeug ist ideal, um den Spuren der Kelten zu folgen. Immerhin wurden viele ihrer Siedlungen, Grabanlagen und Festungen aus der Luft überhaupt erst sichtbar. Und auch deren Größe und spektakuläre Lage ist besonders gut von oben zu erkennen. Die befestigte Höhensiedlung der Kelten bei Bundenbach im Hunsrück. Eine der Stationen auf unserer Reise. Wie auch die Heuneburg oberhalb der Donau bei Herbertingen. Und wir fliegen zum Ipf bei Bopfingen. Auf seinem Gipfelplateau war vor 2500 Jahren ein keltischer Fürstensitz mit gewaltigen Wallanlagen. Unsere erste Station. Der Grabhügel von Hochdorf, nördlich von Stuttgart. Eine Rekonstruktion und trotzdem faszinierend. Wie so vieles an den Kelten. Solche Hügelgräber sind wahre Zeitkapseln. Zwar wurden so meist nur reiche Kelten bestattet, dennoch ist alles, was die Wissenschaftler in solchen Grabkammern finden, enorm wichtig, um die keltische Geschichte zu rekonstruieren. Denn die Kelten hatten keine eigene Schrift und damit auch keine eigene Geschichtsschreibung. Die Beigaben sprechen für sich. Der Keltenfürst von Hochdorf war reich. Sehr reich. Er konnte sich kunstvolle Bronzegefäße leisten und an der Wand seiner Grabkammer hingen 8 Trinkhörner für Gäste bei einem Gelage im Schattenreich. Die Kelten glaubten an ein Leben nach dem Tod. Das prächtigste Horn reservierte der Fürst deshalb für sich. Es muss ein durstiger Zeitgenosse gewesen sein. Aufgebahrt war er in einem wahren Prunkgrab. Halsring und Armband aus Gold, Gewandspangen, typisch keltisch. Auf seiner Brust lag ein Dolch mit sehr aufwendig verzierten Goldbeschlägen. Die anderen Schmuckstücke des Fürsten waren ähnlich gearbeitet. Diese Machart muss damals in der keltischen High Society groß in Mode gewesen sein. Denn solch prachtvollen Schmuck hat man von Frankreich über Süddeutschland bis nach Ungarn gefunden. Ortswechsel. Der Blick von der Heuneburg auf eine spektakuläre Grabung im Winter 2010. Hier sorgte eine andere Grabkammer für großes Aufsehen. 14 Stahlrohre werden in das Erdreich unter der keltischen Bestattung getrieben. Der Grund? Das Grab ist unberaubt und die Archäologen vermuten im Inneren eine reiche keltische Prunkbestattung, die sie in Ruhe untersuchen wollen. Vorsichtig, Zentimeter für Zentimeter geht es voran.
Dann der spannende Moment. 80 Tonnen Keltengrab werden in einem Block gehoben. Eine technische Meisterleistung. Der Keltenblock wird von der Polizei ins Labor eskortiert. Dort soll unter optimalen Bedingungen ausgegraben werden, damit keine Botschaft aus der Vergangenheit verloren geht. Und auch vor Grabräubern sind die vermuteten Schätze so in Sicherheit. Die neue Heimat des Keltengrabes. Von einer speziell errichteten Arbeitsbühne aus kann es hier nun Schicht für Schicht freigelegt werden. Die Halle bietet klare Vorteile. Hier ist es zum Beispiel nicht so kalt und nass wie draußen. Und die Wissenschaftler haben alle Dinge, die sie benötigen, immer griffbereit. Ich treffe den Hauptverantwortlichen des Projekts, den Landesarchäologen von Baden-Württemberg, Dirk Krause. Sie betreiben ja doch ganz schönen Aufwand, um an die Funde in diesem Grab heranzukommen. Lohnt sich der Aufwand denn? Ja, es hat sich sehr gelohnt. Wir waren natürlich am Anfang. Es ist ein bisschen Risiko, was ist nun wirklich drin in dem Block. Aber es hat sich gezeigt, es sind noch sehr viele Beigaben drin. Und es sind auch sehr komplizierte Dinge drin, die man so unter normalen Bedingungen, Ausgrabungsbedingungen im Feld, also im Gelände gar nicht vernünftig freilegen und bergen könnte. Es ist also sehr schwierig, viel organisches Material. Zum Teil sind die Funde auch stark abgebaut, sodass man wirklich diesen Aufwand treiben muss, um da noch alle Informationen rausholen zu können. Chefrestauratorin Nicole Ebinger-Rist erklärt mir ihre tägliche Arbeit. Mit feinen Stachelschweinborsten und Pinseln geht sie selbst den kleinsten Spuren nach. Ich darf auch mal und merke schnell, unterscheiden, was Erde ist und was ein wertvoller Fund, können nur Spezialisten. Das lasse ich jetzt mal. Die Archäologen stoßen immer wieder auf Schmuckstücke. Wie diese Bernsteinperlen. Die Objekte markieren die Lage der Verstorbenen im Grab. Es war eine Frau, eine sehr reiche Frau, die um 580 v. Chr. Hier bestattet wurde. Das ist das älteste solche reiche Frauengrab, Fürstinnengrab, das wir überhaupt bisher kennen. Aber es war schon klar, die spielen da eine zentrale Rolle. Und nicht nur Männer gehören da zu den Repräsentanten der obersten sozialen Schicht, sondern auch Frauen. Verzierter Goldschmuck ist der nächste spektakuläre Fund aus dem Frauengrab. Hochkonzentriert legt die Chefrestauratorin dünnste Golddrähte frei, die in winzigen Kreisen auf ein hohles Goldkügelchen aufgebracht sind. Feinste Goldschmiedekunst, 2500 Jahre alt. Vergleichbare Stücke gibt es nur bei den Etruskern. Die Keltenfürstin hatte einen exklusiven Geschmack, wie auch diese goldene Gewandfibel beweist. Faszinierende Fundstücke, die den Experten wichtige Anhaltspunkte liefern. Ja, wir haben neue Einblicke hier durch dieses Grab gewonnen, unter anderem was die Kunsthandwerker dieser Zeit anbelangte. Offensichtlich arbeiteten hier für diese vornehmen Leute Goldschmiede, die ihr Handwerk in Etrurien, südlich der Alpen, also in Mittelitalien, erlernt haben. Die Fürstin von der Heuneburg war also nicht nur reich, sie verfügte anscheinend auch über weitreichende Beziehungen, zumindest in Sachen Schmuck. Die Archäologen haben Rainer Fein ins Labor gebeten. Er ist Obermeister der Goldschmiedeinnung Stuttgart. Letztlich doch sehr stark belasten. Wenn man aber gemeinsam wollen sie herausfinden, wie die Kelten es schafften, vor mehr als 2500 Jahren so ein filigranes Kunststück zu fertigen. Dazu soll Rainer Fein die Fibel nachschmieden und das kunsthandwerkliche Können der Kelten testen. Sehr hoch einzustufen. Oder wird das am Ende ein Test für ihn? Kriegt er das hin? Das wird eine sehr schwierige Angelegenheit, weil ich kenne die
Kelten, ich kenne auch Schmuckstücke der Kelten und ich weiß, man tut es so manchmal sehr leichtgläubig ab und sagt, naja, aber das waren ganz tolle Meister, waren ganz tolle Goldschmiede, die, so wie man das auch hier sieht in dieser Fibel, es uns heute nicht sehr, sehr einfach machen. Im Gegenteil, es ist eine sehr schwierige Aufgabe. Ich bin sehr beeindruckt von dem keltischen Meister. Der erste Arbeitsschritt im Atelier von Rainer Fein. Den Rohstoff Gold schmelzen. Für die Kelten lag hier schon die erste Schwierigkeit, denn das in der Natur vorkommende Gold ist unterschiedlich rein. Um aber ein Schmuckstück optimal zusammenzusetzen, mussten sie immer die gleiche Reinheit erzielen. Da die Kelten ja keine Goldanalysen kannten, mussten sie sich allein auf ihre Erfahrung verlassen und die Farbe des Goldes ganz genau studieren. Zweiter Schritt. Der Goldbarren wird zu einem Blech gewalzt. Statt schwerer Stahlwalzen hatten die Kelten nur Hämmer, um das Gold mühselig zu treiben. Aus dem gewalzten Goldblech schneidet Rainer Fein dann die Form heraus, die er für den gewölbten Spangenkopf benötigt. Mit seiner Atemluft beeinflusst er die Flamme so, dass das Gold die richtige Bearbeitungstemperatur bekommt. Nach Hunderten von exakt ausgeführten Hammerschlägen entsteht im Anschluss die gewünschte Wölbung. Jetzt wird es spannend. Rainer Fein fixiert das Stück auf eine Art Kitt und regt dann die Verzierungslinien auf. Danach ist Fingerspitzengefühl gefragt. Das Muster wird in das Gold getrieben. Ein falscher Schlag und die ganze Arbeit beginnt von vorn. Ich darf es auch mal probieren. Ja. Volle Konzentration. Das ist jetzt aber wie gestreichelt. Ja, es ist ja schon drin. Ja, schon. Da beim Auflegen spürt man, da ist Druck, da verformt sich was, hier tut sich was. Spürbar. Ja. Gold mit Gefühl erleben. Das war jetzt wieder etwas schwächer. Na, zumindest habe ich die Arbeit nicht ruiniert. Es geht an die Endfertigung. Vorsichtig lötet Rainer Fein eine Nadel an die Spange, damit sie auch tatsächlich ein Gewand zusammenhalten kann. Fertig. Und? Wie lautet sein Fazit? Hochachtung, Hut ab. Sind tolle Leute gewesen und bin eigentlich auch ein bisschen stolz drauf, dass ich den Beruf habe. Wo man weiß, das ist eine Tradition von Tausenden von Jahren und die Arbeitsmöglichkeiten haben sich geändert, aber das Metall ist das gleiche geblieben. Die Freude am Schmuck, an der Gestaltung mit Sicherheit auch. Er hatte sehr viel Spaß dabei, bin ich sicher. Ja? Und so geht es mir heute auch. Hochachtung auch vor der Leistung von Rainer Fein, der dem keltischen Vorbild doch sehr nahe gekommen ist. Die Kelten und ihr Schmuck. Das ist eine ganz besondere Beziehung. Oft war er kunstvoll verziert. Am liebsten war er natürlich aus Gold. Ringe und Armreifen gehörten zur Grundausstattung der Frau von Stand. Eine Besonderheit waren diese Halsreifen. Sie standen jedoch nicht nur bei Frauen hoch im Kurs, sondern auch bei Männern. Die Kelten zeigten eben gern, was sie hatten. Die Funde aus dem Keltenblock sind ein Beleg dafür. Wir sind auf dem Weg zum Fundort des Blocks, zur Heuneburg. Hier unten
lag das Grab der Keltenfürstin mit der Goldfibel und auf einem Plateau darüber thronte die Heuneburg. Vor über 2500 Jahren war sie ein wichtiger Handelsknotenpunkt der Kelten, die übrigens nicht nur hier in der Region Handel betrieben, sondern auch mit Kulturen in weit entfernten Ländern. Wer in der Heuneburg lebte, der wurde also reich. Für damalige Verhältnisse sogar sehr reich. Die Lage an der Donau war für die Heuneburg sehr wichtig, denn Flüsse waren damals die Verkehrsadern. Die Donau erschloss den Osten, das System Neckar und Rhein den Norden. Über den Bodensee und die Schweiz gelangten Waren nach Frankreich und über die Iller ging es zu den Alpenpässen Richtung Italien. Die teilrekonstruierte Heuneburg über der Donau bei Herbertingen gibt einen guten Eindruck, wie ein typischer keltischer Fürstensitz vor 2500 Jahren aussah. Hinter der Mauer mit Wehrgang gruppierten sich große, aber einfache Gebäude. Einzigartig auf der Heuneburg dagegen ist die Befestigungsmauer, die strahlend weiß verputzt war und aus Lehmziegeln gebaut. Solche Lehmziegel kennt man eigentlich zu Zeiten der Kelten nur aus dem Mittelmeerraum. Die haben die aber hier in der Heuneburg gefunden. Wie kommt denn das? Die sind nicht importiert worden aus dem mediterranen Raum, sondern hier hat man das Know-how importiert. Wahrscheinlich ein Baumeister, ein Griechischer, vielleicht sogar ein Phönizier, der wusste, wie man Lehmziegel verbaut. Mhm. Den hat man hier hergeholt. Der hat das dann hier realisiert, als einziges Beispiel nördlich der Alpen. Diese Anlage hier war auf der Höhe ihrer Zeit von der Architektur. Also sowas Fortschrittliches hatten die Griechen um diese Zeit nicht. In der anderen Seite der Heuneburg gibt es Türme aus Lehmziegeln gebaut, in dichter Folge. Es sieht ein bisschen aus, als wenn hier jemand neureich war, viel Geld hatte. Sehr wahrscheinlich ist die Heuneburg die älteste Stadt nördlich der Alpen. Der keltische Adel kontrollierte den Handel. Am Ende eines Markttages wurden von den Händlern Abgaben kassiert. In Form von Naturalien, Hacksilber, Gold oder griechischen Münzen. Dafür gewährten die Herrscher den Menschen Schutz und gaben ihnen überhaupt die Möglichkeit, Handel zu treiben. Je größer der Markt, desto größer der Gewinn. Das haben die Kelten schon früh erkannt. Als großes Handelszentrum lag die Heuneburg im Kernland der keltischen Zivilisation und ihr Herrscher war sicher einer der mächtigsten Fürsten. Trotzdem gelang es den Kelten nie, ein großes Reich zu etablieren. Es war die Kultur, die die vielen verschiedenen Stämme verband. Die Heuneburg spiegelt die Blüte der keltischen Frühzeit, als die Kelten durch den Handel mit Eisen, Salz und Luxuswaren aus dem Mittelmeerraum zu großem Reichtum gelangten. Doch im 5. Jahrhundert änderte sich etwas. Das lesen die Archäologen auch aus den Grabhügeln an der Heuneburg. Aber nicht nur an der Donau erlebten die Kelten eine Zeitenwende. Ab etwa 400 vor Christus ziehen sich die Kelten nach und nach aus ihren prächtigen Fürstensitzen zurück und legen auch keine prachtvollen Gräber mehr an. Ihre Gesellschaft ist in Bewegung, was Experten oft als keltische Wanderungen bezeichnen. Wir nutzen diesen Wandel für einen Ortswechsel und zwar hierher, in den Hunsrück. In dieser schon damals abgelegenen Gegend bauten die Kelten nun keine Burgen mehr, sondern weit weniger aufwendige Höhensiedlungen. Zeichen für eine kriegerische Periode, in der weniger das Gold im Fokus stand als hartes Eisen. Eisen für die Schwerter der Krieger, die diese Höhensiedlungen beschützen mussten. Die Dörfer lagen in den Tagen der keltischen Wanderung meist auf strategisch günstigen Höhenlagen und waren befestigt, so wie in Buntenbach. Jörg Kurtjall soll für uns diese keltische Höhensiedlung am Computer rekonstruieren. Der steile Aufstieg beweist, der Ort liegt ideal. Und nicht nur die Kelten bauten hier. Oben angekommen sieht Jörg Kurtjall auch die Überreste einer mittelalterlichen Burg. Er sammelt wichtige Informationen für seine Computeranimation.
Eine pure Auswertung der Grabungsbefunde ist ein wichtiger Aspekt, aber nicht der wesentliche. Sehr, sehr wichtig für uns ist es, ein Gefühl dafür zu entwickeln, in was für einer Umgebung befindet sich das Objekt, wie fügt es sich in die Landschaft ein und vor allen Dingen, wie hat ein Mensch der damaligen Zeit die Umgebung, die Burg, die Siedlung wahrgenommen, was hat er erlebt und gefühlt. 3D-Animationen. Die oft so verblüffend realistisch wirkenden Bilder aus dem Computer verlangen jede Menge Input. In Bundenbach findet Jörg Kotjal beinahe ideale Bedingungen. Nach umfassenden archäologischen Grabungen liegen umfangreiche Befunde zur Siedlung vor. Auch die 1988 fertiggestellte Teilrekonstruktion des Dorfs ist für ihn hilfreich. Denn so erfährt er, wie keltische Häuser nach Jahren in Wind und Wetter ausgesehen haben mögen. Das ist wichtig für die Textur, die möglichst realitätsnahe Beschaffenheit der Oberflächen der Objekte in seinen Animationen. Das Keltendorf in Bundenbach wurde auf den Grundrissen aufgebaut, die die Archäologen ergraben hatten. Aus unzähligen Pfostenlöchern rekonstruierte man die Lage der Gebäude. Es waren nämlich eingetiefte Pfosten, die die Dächer der Häuser trugen, erklärt Hans Nordmann vom Rheinischen Landesmuseum in Trier. Wenn man da an der Kante steht. Doch wo verliefen die Wege im Dorf und über welche Tore kam man in die Anlage? Auch das will Jörg Kotjal wissen. Vor allem die Befestigung interessiert ihn. Denn diese ist nur unzureichend mit einem einfachen Palisadenzaun nachgebaut worden. Hier müssen er und sein Team am Computer unbedingt nachbessern. Ein Mitarbeiter von Jörg Kotjal hat mittlerweile aus Vermessungsdaten ein digitales Landschaftsmodell der Gegend um Bundenbach erstellt. Jörg Kotjal schildert ihm nun seine Eindrücke von vor Ort. Die Vegetation, wo Wege verliefen und noch wichtiger, wie das Plateau genau befestigt war. Wo standen Mauern und wo Palisaden? Der Zugang vom Berg her wurde von einer massiven Steinmauer versperrt, während an den bis zu 70 Meter hohen Steilhängen Holzpalisaden genügten. Für die Innenbebauung des Keltendorfs stehen dem Designer verschiedene Häusertypen zur Verfügung, die sich in ihrem Aufbau an die archäologischen Befunde halten. Sie werden entsprechend des Grundrissplans der Grabung im Modell angeordnet. Selbst an Requisiten wird gedacht. Kelten digital. Der Betrachter soll am Ende das Gefühl bekommen, ein bewohntes Keltendorf zu sehen, dessen Krieger bereit sind, ihre Feinde abzuwehren. Die Feinde. Das waren oft die Nachbarn. Die Kelten waren ja kein einheitliches Volk. Unzählige Stämme und Clans kämpften immer wieder um Territorien, Einfluss und Macht. Mehrere Stämme schlossen sich nur dann zusammen, wenn es gegen äußere Feinde ging oder auf Beutezug, meist Richtung Süden, angelockt vom dortigen Reichtum. 387 vor Christus versetzten die Kelten so den Römern einen Schock, als sie die Stadt Rom belagerten und bis auf das Kapitol auch einnahmen. 279 vor Christus stürmten sie das Orakelheiligtum von Delphi und plünderten die Schatzhäuser. 9 Jahre später kämpften sich die Kelten sogar durch Zentralanatolien. In diesen Zeiten der keltischen Wanderung waren feste Steinmauern gefragt, auch in Bundenbach. Sie schützten vor Überraschungsangriffen und Belagerungen. Die Häuser dienten nämlich nicht nur als Wohnung, sondern dort waren auch Nahrungsmittelvorräte und Vieh untergebracht. Für Jörg Kotjal geht die Computerarbeit in die entscheidende Phase. Also wenn das Modell das erste Mal in seiner Struktur vorliegt, wenn das Modell Verbindungen mit den Höhendaten hat und man eine Kamera entwickelt, Licht entwickelt und vor allen Dingen, wenn man die Umgebung, das Environment entwickelt, dann entsteht sehr stark das Gefühl, einen Blick in die Vergangenheit zu tun.
Die Bauern, Krieger und ihr Häuptling lebten bescheiden in ihrer Siedlung und relativ beengt. Einfache Wohnhäuser drängten sich neben Speicher und Ställen für das Vieh. Aber so waren sie sicher, und das war wichtig in unruhigen Zeiten. Safety first, das galt auch bei der Kleidung. Das hier ist ein Kettenhemd. Und wenn man der römischen Geschichtsschreibung glauben darf, dann ist das Kettenhemd eine Erfindung der Kelten. Dieses Exemplar besteht aus 20.000 kleinen Eisenringen, was es ganz schön schwer macht, gleichzeitig aber widerstandsfähig und flexibel. Zu Zeiten der Kelten war das Kettenhemd vermutlich der beste Schutz gegen Hieb- und Stichwaffen, allerdings auch nicht ganz günstig. Denn in einem Hemd wurden bis zu 12 Kilogramm Eisen verstrickt und die musste man sich erst mal leisten können. Sieht ja schon toll aus, so ein Kettenhemd. Und es soll sich ja perfekt an den Körper anpassen. Stimmt. Aber es ist auch enorm schwer und war damit wohl eher was für starke Krieger. Die sich übrigens auf ganz eigenwillige Art und Weise auf ihren Kampf vorbereiteten. Es ist überliefert, dass sich Kämpfer Kalk in das Haar streichen ließen. Die Aktion ist typisch für die Kelten und hat nur einen einzigen Zweck. Der Krieger will Furcht erregen. Nicht nur wegen ihres Aussehens waren die Kelten gefürchtet, auch wegen ihrer Schwerter. Generell spielte Eisen bei den Kelten eine große Rolle. Zum Beispiel hatten sie die besten Schwerter ihrer Zeit. Und wie genau diese Superschwerter der Kelten gemacht wurden, versuchen experimentierfreudige Schmiede hier herauszufinden. Frank Trommer und Patrick Geiger haben dazu in Blaubeuren eine keltische Schmiede nachgebaut und verwenden die gleichen Werkzeuge wie ihre historischen Vorbilder. Die Esse besteht aus gebranntem Lehm. Und mit Handblasebälgen wird das Holzkohlefeuer auf Betriebstemperatur gebracht. Grundlage eines jeden Schwertes ist so ein Rohling, der stundenlang bearbeitet wird, ohne dass er auch nur ansatzweise die Form eines Schwertes annimmt. Warum wird das keltische Eisen so oft gebogen, gefaltet und wieder zusammengeschmiedet? Das Falten ist von der Technologie einfach wichtig, damit ich das Eisen, was ja aus dem Verhüttungsprozess, aus dem Rennfeuer noch als Klumpen rauskommt, Schlacke und Holzkohle mit drin und natürlich Eisenstückchen. Und die wird verdichtet und dann wieder ausgestreckt, gefaltet und wieder aufeinandergelegt, um diese Verunreinigung aus dem Material herauszubekommen. Und je häufiger ich das mache, desto sauberer wird das Eisen. Patrick beherrscht die beiden Blasebälge wie im Schlaf. Wichtig dabei ist der richtige Rhythmus, damit es einen kontinuierlichen, nie abreißenden Luftstrom gibt. Auch ich darf das mal ausprobieren. So. Und nun. Jetzt ist wichtig, abwechselnd rauf und runter. Einer bleibt fängt. Also am Anfang ein bisschen mehr Druck und dann langsam nach unten. Für dieses Schwert werden wir Monate brauchen. Okay, ich versuche das jetzt nochmal. Also es sieht eindeutig leichter aus, als es dann tatsächlich ist. Und deshalb überlasse ich das Feld vorerst wieder den Profis. Die gefährlichste Waffe der Kelten nimmt in der Experimentalschmiede von Frank Trommer endlich Gestalt an. Nachdem der Meister mit der Eisenqualität des Rohlings zufrieden war, schmiedet er nun die Klinge aus. Und ich darf ihn dabei unterstützen. Der kontinuierliche Luftstrom bringt das Holzkohlenfeuer auf 1100 Grad, die perfekte Temperatur zum Schmieden. Die Temperatur des Feuers muss die ganze Zeit exakt dosiert werden, damit die richtige Menge Kohlenstoff aus der Holzkohle freigesetzt wird. Durch das Schmieden gelangt der Kohlenstoff dann in das Metall.
Das macht die Klinge hart und ist ein weiteres Geheimnis der Qualität der Keltenschwerter. Doch wer waren die Träger dieser keltischen Wunderwaffen? Im Gegensatz zu den Römern kannten die Kelten kein stehendes Heer. So wurden in Zeiten der Gefahr aus Bauern Krieger. Die Kelten waren Individualisten, auch mit ihrer Ausrüstung. Ihre Helme hatten verschiedene Formen, ein Kettenhemd trug nur, wer es sich leisten konnte. Der Stolz eines jeden Kriegers war aber sein Schwert. Zurück in der Schmiede in Blaubeuren. Die Schwertklinge ist ausgeschmiedet. Jetzt schlägt Patrick Geigers Stunde. Er ist Spezialist für das Schleifen und Polieren des Eisens. Von Hand, mit Schleifsteinen, Fingerspitzengefühl und viel Geduld. Bei jedem Durchgang werden die Schleifsteine feiner. Es vergehen Tage, bis endlich eine einigermaßen glatte Oberfläche glänzt. Den letzten Schliff bringt Patrick mit feinem Sand auf. Es dauert eine gefühlte Ewigkeit, bis endlich beide Seiten der Klinge scharf sind. Das ist wichtig, denn die Langschwerter der Kelten waren Hiebwaffen, die oft von reitenden Kriegern geschwungen wurden. Frank Trommer und Patrick Geiger begutachten das Resultat von mehreren Wochen Arbeit und sind zufrieden. Jetzt fehlt nur noch der Griff und die typische Waffe der Kelten ist perfekt. Wie fällt das Urteil des Schmiedemeisters zur Kunst der eisenzeitlichen Vorgänger aus? Es war sicherlich hochwertige Qualität, ja. Made by den Kelten. Ja. Und die Dinge, die sie gemacht haben, haben sie wirklich hervorragend gelöst. Also schmiedetechnisch sicherlich sehr, sehr weit fortgeschritten. Und wenn wir heute schmieden, dann benutzen wir Maschinen, irgendwelche Hilfsmittel oder was. Das hatten die Kelten alles nicht zur Verfügung. Die mussten das sozusagen in kleinen Schritten per Hand machen. Und das ist wesentlich schwieriger. Also ich denke, ein Hut ab vor den Handwerkern, die damals gearbeitet haben. So ein Schwert gehörte zu dem Wertvollsten, was ein keltischer Krieger besaß. Und diese Wunderwaffe der Eisenzeit war auch bei den Römern sehr begehrt. Tatsächlich gehörten die zu den besten Kunden der keltischen Schmiede, zumindest in Friedenszeiten. Im Krieg fürchteten die Römer die Kelten, denn die hatten ja bekanntlich vor nichts Angst, außer davor, dass ihnen der Himmel auf den Kopf fallen könnte. Kelten gegen Römer. Ein ungleicher Kampf. Hier wilder Mut, dort Disziplin und Organisation. Das römische Prinzip von Befehl und Gehorsam und ein gewaltiges Arsenal an Großwaffen wie diese Katapulte sollten am Ende siegen über die individuellen Keltenkrieger mit ihren tollen Schwertern. Doch der Reihe nach. Zunächst eroberten die Römer Gallien. Dann richteten sie ihren Blick auf das Gebiet des heutigen Südwestdeutschlands. Hierher in den Hunsrück drang um etwa 50 vor Christus der größte Feind der Kelten vor, Gaius Julius Caesar. Der hatte großen Respekt vor den tapferen Kriegern aus dem Südwesten und begründete deren Kühnheit damit, dass sie ja am weitesten entfernt seien von der hochentwickelten Zivilisation der römischen Provinz. Mit anderen Worten, die Kelten hier waren noch nicht verweichlicht durch Wein, Bäder und anderen Luxus. Und sie hatten ganz besondere Männer in ihren Reihen, die bis heute die Fantasie der Menschen anregen. Die keltischen Druiden. Es gab sie wirklich. Julius Caesar hat sie auf seinem Feldzug in Gallien erlebt und beschrieben. Auch der römische Geschichtsschreiber Plinius der Ältere berichtet detailliert von den Praktiken der Druiden und ihren medizinischen Kenntnissen. Von einem Zaubertrank schreibt Plinius zwar nichts, doch ein Druide kannte wohl die Heilkraft von Pflanzen. In Plinius Historia Naturalis ist zu lesen, dass sie zum Beispiel Misteln als Gegenmittel bei Vergiftungen verwendeten.
Fest steht, die Druiden waren keine Zauberer. Es waren Männer mit sehr umfassenden Kenntnissen, die eine Ausnahmestellung in der keltischen Gesellschaft einnahmen. Als Medizinmänner waren sie hoch angesehen. Und in ihren Kupferkesseln brodelte manch heilender Trank. Doch sie waren auch religiöse Führer, Priester. Die Druiden verkörperten für die Kelten die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Eine magische Verbindung zwischen Himmel und Erde ist für manch Esoteriker auch der Ipf. Wohl einer der faszinierendsten Berge Deutschlands. Die Kelten hatten auf seinem Plateau in der Frühzeit einen Fürstensitz errichtet, den sie dann aber aufgaben. Viel später, im 2. Jahrhundert vor Christus, bauten sie zu den Füßen des Ipf seltsame Anlagen, die Generationen von Archäologen Rätsel aufgeben sollten. In ganz Süddeutschland wurden sie gefunden. Viereckschanzen. Den Namen verdanken sie der viereckigen Befestigung, die wahrscheinlich zum Schutz vor Angreifern diente. Doch wozu diente der Rest? Als Kultstätte? Als Druidenburg? Bei der Keltentruppe Cernunnos Keltoi geht es erstmal um praktische Dinge. Denn sie wollen so eine Viereckschanze nachbauen. Wie macht man am besten Dachschindeln? Auch nicht ganz einfach, Weidenflechtwerk als Wand. Wie hier bei einem Speichergebäude. Diese Handwerkstechniken beherrschten die Kelten natürlich aus dem FF. Wir müssen sie heute erst wieder lernen und stellen fest, die richtige Dicke der Weidenruten ist entscheidend. Eine weitere Erkenntnis der Experimentalarchäologen: Holzschindeln sind viel haltbarer als eine Reetdeckung. Verputzt wird mit einem Mörtel aus Lehm, Stroh und Wasser, dessen richtige Konsistenz man am besten barfuß erkennt oder mit den Händen. So nachvollziehbar die Bautechnik der Kelten scheint, so schwierig ist es, die Funktion der Gebäude in den Viereckschanzen zu bestimmen. Jede Forschergeneration kam da zu einem neuen Ergebnis: Kultort, Fluchtburg, Gutshof. Sicher ist nur eins, das Nachbauen macht richtig Spaß. Die Experimentalkelten taufen ihre nachgebaute Viereckschanze schließlich Cernubona, was übersetzt so viel bedeutet wie Hirschdorf. Cernunnos lässt grüßen. Cernunnos ist der keltische Hirschgott. Der Kult spielte bei den Kelten eine große Rolle und deshalb wurden die viereckigen Anlagen in der Vergangenheit oft mit rituellen Handlungen in Verbindung gebracht. Diese geheimnisvollen flachen Steine, auf denen Speichergebäude typischerweise auflagen, dienten jedoch lediglich dem Schutz vor Mäusen. Das ist praktisch und gar nicht kultisch, sagt Archäologe Rüdiger Krause, der am Ipf eine echte keltische Viereckschanze ausgegraben hat. Doch auch er kann nicht ausschließen, dass Druiden in Viereckschanzen ihre Rituale abhielten, unter dem keltischen Fruchtbarkeitsbaum, dem Vorbild des heutigen Maibaums. Die Viereckschanzen lagen innerhalb eines hohen Walls, der noch zusätzlich mit einer Palisade bestückt war, und waren relativ spärlich bebaut. Rüdiger Krause hat bei seiner Grabung aber festgestellt, dass in der direkten Umgebung der Anlage viele kleine Häuser standen. Die Viereckschanzen waren seiner Meinung nach deswegen eine Art zentraler Gutshof. Und so sah die Siedlung aus. Das Leben der meisten Kelten rund um solche Schanzen war hart. Immer wieder kam es zu Streitigkeiten und Konflikten, zum Beispiel um Weiderechte. Da kommen die Druiden wieder ins Spiel. Der Grieche Poseidonius beschrieb sie um 80 vor Christus als weise Männer. Sie würden in Zeiten von Konflikten zwischen die feindlichen Kämpfer treten, als ob sie wilde Tiere besänftigen. Das Wort der keltischen Druiden hatte Gewicht. So sei es. So sei es.
Zurück in Cernubona. Stämme werden über dem Feuer angeschält. Eine uralte Methode, um das Holz widerstandsfähig gegen Holzwürmer und Feuchtigkeit zu machen. Das ist wichtig, gerade bei einer Torbefestigung. Denn die muss halten. Im 1. Jahrhundert vor Christus wurden viele Viereckschanzen verlassen. Warum, ist unklar. Denn die Archäologen haben in den meisten Fällen keine Anzeichen auf kriegerische Handlungen gefunden. Etwa 50 vor Christus geht das Zeitalter der Kelten abrupt zu Ende. Was damals genau geschah, ist nach wie vor ein Rätsel und wird weiter erforscht. Sicher ist, damals gaben die Kelten auch ihre großen befestigten Siedlungen endgültig auf. Oppidum nannten die Römer so eine Stadt. Und eine befand sich auf der Schwäbischen Alb bei Heidengraben. Die natürlichen Abhänge des Plateaus und die Wallanlagen, die heute noch zum Teil in der Landschaft zu sehen sind, umschlossen eine Fläche von unglaublichen 16 Quadratkilometern. Wie eine Insel im Meer lag das Oppidum von Heidengraben in der Landschaft. Allein die Befestigungen zu bauen erforderte enorme Anstrengungen. Es ist eines der großen Rätsel der Geschichte, warum die Kelten auch diese Stadt aufgaben. Eines der Tore zu dieser riesigen Siedlung ist hier in Heidengraben in Teilen rekonstruiert worden. Denn wie so oft im Südwesten ist vom echten keltischen Erbe kaum noch etwas zu sehen. Immerhin, Teile der keltischen Sprache sind uns erhalten geblieben, denn Flussnamen wie Rhein, Donau und Main stammen ursprünglich von den Kelten. Und wer weiß, vielleicht ist manch aufbrausendes Temperament oder die ein oder andere Liebe zu Kunst und schönen Dingen ja auch irgendwie auf die Kelten zurückzuführen. Eines ist sicher. Historiker und Archäologen werden weiterforschen und vielleicht irgendwann herausfinden, warum die Kelten und ihre Kultur bei uns verschwanden. Was waren die Ursachen? Kriege? Hungersnöte? Oder vielleicht eine Wirtschaftskrise? Möglicherweise erfasste die Kelten rund um Ipf und Heuneburg deshalb eine große Auswanderungswelle. Oder sind die Kelten am Ende etwa doch den süßen Verlockungen der Kultur der Römer erlegen und haben sich einfach angepasst? Thank you.